Es ist soweit, in etwa 10 Minuten wird das Viertelfinale der Champions League ausgelost und diese Auslosung wollen wir natürlich live mitverfolgen hier bei FC Bayern TV Live und das Ganze mit dem Sportdirektor des FC Bayern, mit Hasan Salihamidžić. Herzlich willkommen, Hasan. Dankeschön, danke. Wie groß ist die Vorfreude oder auch die Anspannung vor so einer Auslosung bei Ihnen? Ja, schon groß. Klar wollen wir wissen, wer jetzt der nächste Gegner ist. Natürlich gleichzeitig jetzt haben wir ein Spiel vor uns in der Bundesliga in Leipzig, deswegen machen wir beides. Aber klar, jeder ist natürlich sehr gespannt, wer der nächste Gegner sein wird. Und ich weiß, es ist immer eine Frage, die man nicht so gerne beantwortet, aber ich muss sie trotzdem stellen. Gibt es bei Ihnen einen Wunschgegner fürs Viertelfinale? Nee, eigentlich nicht. Also ich habe das oft miterlebt, auch als Spieler, sage ich mal. Und ich denke, das ist immer gut, wenn man einen starken Gegner hat. Das ist für uns alle interessant, wenn, wenn es große Spiele gibt. Und ich glaube, unsere Spieler sind auch international erfahren. Deswegen habe ich keine Bedenken, dass wir auch große Gegner auch gut meistern können. Das Achtelfinale, das war schon mal sehr, sehr souverän. Der FC Bayern zusammengerechnet mit einem 8:1 gegen Beşiktaş. Wir wollen jetzt nochmal zurückblicken auf dieses Rückspiel, auf die Heimreise. Die Bayern ja mit einem sehr seriösen Auftritt im Rückspiel bei Beşiktaş vor atemberaubender und vor allem ohrenbetäubender Kulisse. Und dann eben waren wir dabei, direkt auf der Heimreise nach dem Spiel. Die Bayern konnten nach einem durch und durch seriösen Königsklassenauftritt am vergangenen Mittwoch in Istanbul mit dem Viertelfinalticket und mit einem phänomenalen Trainerrekord im Gepäck die Rückreise nach München antreten. 11 Champions-League-Siege in Folge, das schaffte vor Jupp Heynckes noch niemand. Thiago brachte die Bayern nach 18 Minuten früh in Führung. Es war der 100. Pflichtspieltreffer der Bayern in dieser Saison. Das 2:0 erzielten die Türken selbst nach Flanke von Rafinha in seinem 75. Europapokalspiel. Den Anschlusstreffer von Wagner Love nach gut einer Stunde konterte Sandro Wagner mit dem 3:1 Endstand. Insgesamt 2 tolle Achtelfinalsiege gegen Beşiktaş. Dementsprechend gut war die Laune bei der Rückreise nach München. Also die Spieler, die haben auf jeden Fall dieser Stimmung da bei Beşiktaş im Stadion Respekt gezollt. Wie haben Sie denn diesen Auftritt im Rückspiel gesehen? Ja, war ein sehr schwieriges Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war eine Stimmung, die man nicht jeden Tag im Fußballstadion erlebt, was ich auch noch nie erlebt habe. So, ich habe gesagt, Celtic Glasgow war ja auch ein oder ist ja auch bekannt dafür, dass da sehr laut ist. Aber hier in Istanbul standen die Leute 90 Minuten lang. Es war eine unglaubliche Lautstärke und es hat wirklich Spaß gemacht, auch den Spielern. Für sowas lebt man eben als Fußballspieler und es war wirklich ein Highlight. Ja. Man hat bei den Stimmen nach dem Spiel, vor allem bei Sandro Wagner, gemerkt, wie der dieses Spiel genossen hat. Und er hat sich auch dann bei den sozialen Medien zu Wort gemeldet, hat da ein Foto gepostet, bei dem man, glaube ich, ganz gut raussehen kann, wie viel Bock der auf die Champions League hat, wie ihm das Spaß macht. Und er hat ja sein allererstes Champions League-Tor gemacht, da per Brust zum 3:1. Wie sehr haben Sie sich für ihn gefreut? Ja, ich freue mich immer wieder, wenn ich den auch im Training sehe. Er ist ein super Junge, hat eine richtig gute Einstellung, Mentalitätsmonster sozusagen und tut unserer Mannschaft gut. Er macht seine Sache wirklich gut und auch wieder da ist er reingekommen, hat sich gleich, was nicht so einfach war für die Spieler, die reingekommen sind, weil einfach das Tempo hoch ist oder hoch war und dann sich gleich so reinzubringen, war wirklich gut. Auch James hat das sehr, sehr gut gemacht. War alles gut und dann noch Tor zu machen, war sehr zufrieden. Mit seinem Tor hat er auch mitgeholfen, dass Jupp Heynckes, unser Trainer, einen unglaublichen Rekord aufgestellt hat. Hat vor ihm noch keiner geschafft. 11 Siege in Folge in der Champions League für Jupp Heynckes. Auch da haben wir einen Post vorbereitet mit diesen 11 Spielen in Serie, die er eben über den Zeitraum, auch den er nicht beim FC Bayern war, gewonnen hat. Also das ist schon wirklich beeindruckend, diese Serie, oder? Ja, ich meine, muss man nur die Arbeit sehen, die er jetzt hier gemacht hat in dieser Saison. Wir hatten 5 Punkte Rückstand und jetzt haben wir 20 Punkte Vorsprung in der Bundesliga, sind im Pokal,
im Halbfinale und jetzt auch so ein Rekord in der Champions League ist schon beeindruckend, muss ich sagen. Erklären Sie mal ein bisschen, was macht diese Arbeit von Jupp Heynckes aus? Weil es ist momentan beeindruckend, dass die Mannschaft wirklich, obwohl in der Liga 20 Punkte Vorsprung da sind, keinen Deut nachlässt. Was auch ganz wichtig ist. Ja, es ist das Team, was das ausmacht. Wir wissen, das ist Mannschaftssport, Fußball und wir versuchen alle jeden Tag noch mehr zu tun, jeden Tag konzentriert zur Sache gehen und er kümmert sich natürlich um alles, sage ich mal, sein Staff, um die Physios, um die medizinische Abteilung, um die Videoanalysten, Scouts, hat für jeden ein gutes Wort, sage ich mal, jeden Tag eine Umarmung und das macht es natürlich aus, wenn man diese letzten 5% rausholen will. Natürlich hat unsere Mannschaft großen Qualität, also riesengroße Qualitäten, aber der Trainer kitzelt das jeden Tag neu aus denen raus und ja, es macht wirklich Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wer der Gegner wird im Champions League Viertelfinale. Ein paar Minuten haben wir noch, bis es losgeht mit der Auslosung im schweizerischen Nyon. Und deswegen wollen wir an dieser Stelle mal auf die potenziellen Gegner für die Bayern schauen. Es sind ja 7 andere Teams noch im Lostopf, unter anderem das Überraschungsteam aus Sevilla, das Manchester United im Achtelfinale ausgeschaltet hat. Und dazu 6 mehr oder weniger altbekannte Gegner für die Bayern. Das Achtelfinale mit Bravour gemeistert, das Viertelfinale schon im Blick. Neben dem FC Sevilla gibt es 2 weitere mögliche Gegner aus Spanien, die Topclubs aus Barcelona und Madrid. Mit den Madrilenen haben die Bayern nach dem unglücklichen Viertelfinale aus in der vergangenen Saison noch eine Rechnung offen. Ebenso mit dem FC Liverpool. Gegen das Team von Jürgen Klopp verloren die Bayern beim diesjährigen Audi Cup mit 0:3. Der Kultclub von der Insel mit der altehrwürdigen Anfield Road sicher ein charmantes Los. Genauso wie Manchester City, der 2. Vertreter aus der Premier League. Es wäre das Wiedersehen mit Pep Guardiola und das Duell zweier Teams, die ihre Ligen haushoch anführen. 2 weitere mögliche Viertelfinalgegner kommen aus Italien. AS Rom gegen Donetsk im Achtelfinale weitergekommen und ein wenig überraschend auch Juventus Turin. Buffon und Co. setzten sich gegen Tottenham in der Runde der letzten 16 durch. Das also unser Überblick über die möglichen Gegner für den FC Bayern im Viertelfinale in Nyon. Da geht es so langsam los. Gerade hat Andrei Schewtschenko die Bühne betreten. Der ist Finalortbotschafter. Das Finale in diesem Jahr wird ja in Kiew gespielt in der Ukraine. Und dementsprechend kann es nicht mehr lange dauern. Wir wollen an dieser Stelle noch mal ganz kurz in die sozialen Medien schauen. Denn wir haben euch Fans auch gefragt, was wäre denn euer Traumlos für das Viertelfinale? Und die Reaktionen fand ich ganz spannend. Also so der einhellige Tenor ist auf dem Papier Rom und Sevilla vielleicht so die einfachsten Gegner, wenn man davon überhaupt noch sprechen kann, in einem Viertelfinale. Aber viele Fans des FC Bayern wünschen sich tatsächlich Real Madrid wie im Vorjahr zur Revanche. Wie würden Sie reagieren auf Real? Überhaupt kein Problem. Was heißt überhaupt kein Problem? Also das ist die Reaktion wird bei jedem normal sein, sage ich mal, weil wenn man Champions League gewinnen will, dann muss man eben sowieso jeden schlagen. Deswegen ich habe auch ganz gute Erfahrungen. Also ich als Spieler jetzt habe ganz gute Erfahrungen gemacht gegen Real. Haben uns immer ganz gut geschlagen. Natürlich in den letzten Jahren haben wir hier und da ein Spiel verloren, aber auf eine besondere Art und Weise, sage ich mal, letztes Jahr. Deswegen da haben wir vielleicht noch eine Rechnung offen, wo wir nochmal Gas geben können. Ja, mit Sicherheit. Also Real, das wäre auf jeden Fall ein absolutes Kracherlos. Lassen Sie uns mal über weitere Gegner sprechen, die da noch im Lostopf sind. Für Sie auch mit besonderer Beziehung Juventus Turin, da haben Sie 4 Jahre selber gespielt. Vielleicht können Sie schon mal erklären, was macht diesen Verein, die alte Dame, zu so einem besonderen Verein? Ja, sind ja auch jetzt wieder besser drauf, als die so zwischendurch mal waren. Aber das ist ein riesengroßer Club. Die sind, glaube 5-mal Meister hintereinander gewesen. Jetzt sind absolut die Top-Mannschaft in Italien seit Jahren eben. Und jetzt in den letzten 3 Jahren waren sie 2-mal im Finale. Das ist schon eine international erfahrene Mannschaft mit richtig guten Fußballern. Auch manche mit mir, die mit mir zusammengespielt haben. Und ja, das wäre natürlich für mich auch ein besonderes Spiel. Aber wie gesagt,
jetzt gibt es keine einfachen Gegner, finde ich. Auch wenn, auch wie Sie sagen, jetzt Rom oder Sevilla, die einen haben jetzt Manchester United ausgeschaltet und das ist nie einfach, in Old Trafford zu gewinnen. Das ist schon was Besonderes, deswegen das ist auf gar keinen Fall einfach. Rom genauso, gute Mannschaft. Ich habe das Spiel auch vorgestern gesehen. Das ist schon, oder am Dienstag, ja, das sind schon alles gute Mannschaften. So, ich möchte Sie nicht unterbrechen, aber es geht los in Lyon. Es wird das erste losgezogen. Es gibt ja diesmal keine Restriktionen mehr. Das heißt, auch Mannschaften aus dem gleichen Land können gegeneinander spielen. Der FC Barcelona ist als erstes losgezogen. Es ist auch so, wer zuerst gezogen wird, der wird im Hinspiel Heimrecht haben. Die zweitgezogene Mannschaft wird dann das Rückspiel zu Hause antreten. Und wir sind natürlich gespannt. Wer ist der Gegner für den FC Barcelona? Es ist der AS Rom. Das ist auch eine spannende Paarung, Barcelona gegen Rom. Ja, ich denke, dass da ist ja Barcelona Favorit, klar. Die spielen aber erstmal zu Hause, ist klar. Aber trotzdem glaube ich, die sind gut drauf und kann ganz gut sein, dass die weiterkommen. So, jetzt kommt das Überraschungsteam. Sevilla ist das dritte Los, das gezogen wird für dieses Viertelfinale in der Champions League. Wer kriegt den FC Sevilla, den Europa League-Gewinner von 2014, 15 und 2016? Es ist der FC Bayern. Es geht nach Sevilla. Und Hassan, Sie haben da eine besondere Beziehung zu der Stadt, denn Ihre Frau ist aus Sevilla. Ja, meine Frau, ja, jetzt habe ich ein bisschen Theater zu Hause wahrscheinlich, aber, mein Schwiegervater oder meine Schwiegereltern leben in Sevilla, also ja, freue mich auf das Spiel und wird sehr interessant, wie ich schon vorher gesagt habe, das ist keine einfache Mannschaft, weil die eben auch natürlich Manchester United in dieser Form, die sie waren, sage ich mal, nicht top waren, aber trotzdem, da weiterzukommen ist schon gut, also freue mich auf das Spiel. So, wir haben auch die dritte Paarung. Juventus Turin gegen Real Madrid. Ich glaube, da sind auch noch diverse Rechnungen offen aus den letzten Jahren. Ja, das ist auch sehr interessant. Da ist Pavel Nedved auch mit mir zusammengespielt. Er hat ja auch eine Funktion jetzt im Club. Ja, David, die freuen sich auch, glaube ich. Und das heißt auch, wir haben ein englisches Duell. Liverpool bekommt das Heimrecht fürs Hinspiel gegen Manchester City mit Pep Guardiola. Also Premier League, da waren ja 5 Teams im Achtelfinale, jetzt sind noch 2 dabei. Ja. Einen haben wir sicher im Halbfinale dann. Manchester City mit Pep Guardiola, glaube ich, in dieser Saison auch einer der ganz großen Favoriten. Gegen Jürgen Klopp jetzt. Ja, Man City, klar, die machen das ganz gut. Pep kennen wir ja von hier und spielen ganz guten Fußball. Trotzdem bin ich gespannt, was weiter passiert. Liverpool ist keine schlechte Mannschaft, den Trainer kennen wir auch. Die spielen sehr aggressiv, haben gute Spitzen, spielen schnell nach vorne, sind immer torgefährlich, deswegen ja, ist auch sehr, sehr gefährlich. Also bin auch gespannt, wie das ausgeht. So, wir schauen mal auf alle Paarungen in diesem Champions League Viertelfinale, so wie sie gezogen worden sind. Barcelona gegen den AS Rom. Der FC Bayern spielt gegen den FC Sevilla, gegen das Überraschungsteam zunächst in Spanien, dann das Rückspiel zu Hause in der Allianz Arena. Juventus Turin gegen Real Madrid ist wohl das absolute Kracherduell, würde ich sagen, unter diesen 4 Top-Duellen. Und Liverpool gegen Manchester City, ein rein englisches Duell. Ja, Hassan, jetzt machen wir doch mal ein bisschen Werbung für das Auswärtsspiel in Sevilla, weil Sie können den Bayern-Fans, glaube ich, am besten sagen, warum eine Reise nach Sevilla wirklich eine Reise wert ist. Ja, wir wollen erstmal ist das wirklich eine super schöne Stadt. Also da war ich vor zwei Jahren, glaube ich, haben meine Schwiegereltern besucht. ist das wirklich eine wunderschöne Stadt, Sevilla. Aber ich glaube, das wird auch sehr, sehr interessantes und schweres Spiel. Wir wollen natürlich ins Halbfinale, ist so klar. Deswegen brauchen wir jede Unterstützung, das ist klar. Und das werden wir auf gar keinen Fall auf leichte Schulter nehmen, weil das ist wirklich ein guter Gegner, aber man freut sich immer auf die Champions League Spiele, freut man sich immer, weil das sind die Highlights, dafür erleben wir. Das ist das, was glaube ich auch jeder Fan liebt, deswegen freue ich mich
Ganz kurz zum FC Sevilla, momentan Tabellenfünfter in La Liga, in der spanischen Liga schon so ein bisschen abgeschlagen hinter dem Spitzenquartett, aber die spielen wie immer eine sehr solide Saison, der FC Sevilla. Ich habe es eben schon mal gesagt, 2014, 2015 und 2016 dreimal hintereinander die Europa League gewonnen, damals unter ihrem Erfolgscoach Unai Emery, der ist mittlerweile bei Paris Saint-Germain, also hat auch wirklich den Sprung in die europäische Spitzenklasse geschafft. Vielleicht da nochmal die Nachfrage, inwiefern kann das dem FC Sevilla helfen? Sie haben nicht sonderlich viel Erfahrung in der Champions League, aber was den Europapokal betrifft, die wissen, wie man gewinnt. Absolut. Also die haben in den letzten Jahren das sehr, sehr gut gemacht. Auch spanische Mannschaften spielen immer guten Fußball. Die haben das auch jetzt in den letzten Wochen gut gemacht. Sind internationale Fahnen, wie Sie schon gesagt haben. Deswegen muss man aufpassen, muss man an solchen Abenden in Topform sein. Viertelfinale wissen wir, keiner kommt ins Viertelfinale, wenn er nicht richtig gut ist. Deswegen, klar, freuen wir uns alle auf das Spiel. Wir wollen natürlich auch die Spieler des FC Bayern hören. David Alaba ist gerade bei uns ins Studio gekommen. David, komm in die Mitte. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, David, du hast es wahrscheinlich schon mitbekommen, das Los ist auf das Überraschungsteam gefallen, FC Sevilla. Was sagst du zu dem Los? Ja, ist sicherlich kein einfaches Los. Nicht umsonst sind sie so weit gekommen. Sie spielen sehr, sehr guten Fußball, erfolgreichen Fußball, wie man sieht. Und da wird sicherlich keine einfache Aufgabe, aber die Vorfreude ist schon riesig. Gab es denn in der Mannschaft so einen Wunschlos, dass man gesagt hat, ja, wir wollen vielleicht Sevilla, weil auf dem Papier wirken die nicht ganz so stark wie Real Madrid? Oder hätte man sich, wie viele Fans auch, Real Madrid gewünscht, so einen richtigen Kracher? Darüber, glaube ich, haben wir uns jetzt nicht unbedingt Gedanken gemacht. Wir versuchen uns auf uns zu fokussieren, auf unsere Stärken zu schauen und zu bauen und dann einfach zu schauen, wer da kommt. Und wenn man ins Finale will, muss man alle raushauen. Es ist ja auch immer ein schwieriger Spagat, 20 Punkte Vorsprung in der Bundesliga, aber da warten die nächsten Aufgaben natürlich, bevor es in der Champions League weitergeht. Wie ist das als Spieler? Hat man da die Champions League immer schon so ein bisschen im Hinterkopf oder kann man sich da wirklich erstmal rein auf die Bundesliga fokussieren und sagt, Sevilla dann, wenn Zeit für Sevilla ist? Ja, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, glaube ich, und da haben wir noch ein paar Aufgaben vorher und da wollen wir trotzdem konzentriert ins Spiel gehen oder in die Spiele gehen, erfolgreich sein, sodass wir im Rhythmus bleiben und erfolgreich bleiben. Wie ist denn das Gefühl in der Mannschaft unter Jupp Heynckes wahnsinnige Erfolgsserie? Der hat jetzt seine letzten 11 Spiele als Trainer in der Champions League gewonnen. Wie ist das Gefühl in der Mannschaft? Was ist dieses Jahr drin in der Champions League? Grundsätzlich ist die Stimmung wirklich sehr, sehr gut. Am Platz, aber auch außerhalb vom Platz. Das spürt man einfach in den Trainingseinheiten. Und das spiegelt sich, glaube ich, dann auch in unseren Spielen. David, herzlichen Dank, dass du vorbeigekommen bist für das Statement zur Auslosung des Champions League Viertelfinals. Es geht also gegen den FC Sevilla für den FC Bayern. Das ist ein sehr, sehr spannendes Los, denn Sevilla, das ist bisher noch nicht so der große Champions League-Name, aber wir haben schon gehört, das ist ein ganz, ganz schwieriges Los, denn die sind erfahren, vor allem auch in der Europa League mit ihren 3 Siegen 2014, 2015 und 2016. Übrigens noch ganz kurz zu den Terminen für dieses Viertelfinale. Am 3. und 4. April werden die Hinspiele stattfinden. Da geht es dann also nach Spanien, nach Andalusien und eine Woche später dann die Rückspiele, dann in der Allianz Arena, das Halbfinale dann im Ende April, 24. 25. und am 1. und 2. Mai und das große Finale am 26. Mai. Das war's von uns, von unserer Sonderauslosung, unserer Sendung zur Champions League Auslosung der FC Bayern gegen Sevilla. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.